was geht ab? Ich befinde mich gerade im wunderschönen Hannover und eben gerade war ich in der Ernst-August-Galerie und dort habe ich einen riesen Metallbox oder Kiste gesehen, wo man seine Handys hinlegen konnte und die kostenlos aufladen konnte. Und genau dieselbe Idee hatte ich vor einem Jahr mit einem Freund von mir, dass wir einen Box entwickeln, wo du deine Handys tatsächlich reinstecken kannst und die aufladen lässt. Was ich damit sagen möchte, jeder Mensch hat Ideen, sehr, sehr viele Ideen und einige davon sind auch richtig geil. Und einige davon würden diejenigen auch zum Millionär machen. Aber ohne Aktion bleibt es nur eine Idee. Und das ist die Sache. Wenn du das nicht machst, dann macht es ein anderer. Freunde, was geht ab? Wir sitzen gerade hier im Auto mit der Jenny und es war ein sehr, sehr erfolgreicher Tag, neigt sich langsam dem Ende zu, jetzt fahren wir wieder nach Hause nach Northeim und eine Sache wollte ich euch noch verraten, anstatt ich jetzt hier rumsitze und schlafen gehe oder nichts tue, habe ich hier mein Buch dabei von Anthony Robbins, das wird jetzt gleich gelesen, denn nutzt eure Zeit sinnvoll und produktiv. Ihr könnt es nicht glauben, aber wir waren gerade in einem Laden und ich wollte einfach nur ein Oberteil kaufen, habe aber gesehen, dass es nicht in meiner Größe mehr da war. Aber ich habe an dieser Puppe gesehen, die daneben hing, also die daneben stand, dass das Oberteil dort hing an der Puppe und es war genau die Größe, die ich brauchte. Und ich dachte mir so, okay, bevor ich sie selbst ausziehe, ich frage lieber mal jemanden, der dort arbeitet, ne? Und ja, habe die eine Mitarbeiterin gefragt und sie meinte, ja, ich kann das nicht machen, ich suche eine andere Kollegin, die das machen kann. Hat aber keine gefunden und meinte dann zu mir, ja, gehen Sie doch mal runter an die Kasse und sagen da Bescheid. So, ich bin runter zur Kasse, habe gesagt, was mein Problem ist und die Kassiererin dann so, ja, ich kann das nicht machen, ich kann jetzt hier nicht weg von der Kasse und die Leute, die das machen können, haben schon Feierabend. Es ist einfach nur ein Oberteil gewesen. Wieso kann man denn nicht, jeder Mensch kann einer Puppe ein Oberteil ausziehen, was ich letztendlich dann auch selbst gemacht habe, weil ich einfach keinen Bock darauf hatte. Was ich nicht verstehe ist, wieso die Menschen, die dort ja eigentlich arbeiten, die dort angestellt sind, so viel Angst davor haben, einfach nur ein Kleidungsstück einer Puppe auszuziehen, um es ja den Kunden zu verkaufen. Nur weil sie dazu nicht befugt sind oder weil es nicht zu deren Aufgaben gehört. Verstehe ich nicht.